Der Bedarf einer weiterführenden Abwasserreinigung folgt aus der zunehmenden Belastung der Gewässer durch Mikroverunreinigungen wie zum Beispiel anthropogene Spurenstoffe oder antibiotikaresistente Krankheitserreger, die teilweise sogar Multiresistenzen ausbilden. Die aktuell eingesetzten Klärstufen können nach heutigem Stand keine zufriedenstellende Rückhalt dieser Mikroverunreinigung gewährleisten, sodass eine sogenannte vierte Reinigungsstufe erforderlich ist. Zahlreiche Studien belegen, dass bauliche Maßnahmen unter dem Einsatz erheblicher Energiemengen in der Lage sind, diese weiterführende Reinigung zu übernehmen. Diese sind jedoch mit sehr hohen laufenden Kosten sowie Investitionsvolumen verbunden. VTA geht hier einen anderen Weg. Über gezielte Strukturveränderungen des Belebschlammes und physikalischen Wirkmechanismen kann eine weiterführende Reinigung durch Inkorporation der Mikroverunreinigungen in den Schlamm direkt im Belebungsbecken erfolgen. Somit sind keine weiteren Baumaßnahmen notwendig und die Entlastung der Gewässer kann im hohen Maße unmittelbar beginnen. Das Liquid Engineering-Verfahren der VTA bietet eine effiziente Möglichkeit, Mikroverunreinigungen sowie Krankheitserreger aus dem Abwasser zu entfernen. Somit entfallen zusätzliche Kosten für bauliche Maßnahmen in Bezug auf vierte Reinigungsstufen.